So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forza Horizon 3, meine gute Forza Horizon 3 Folge 89. Beste Begrüßung ever. Heute geht es, wie man sehen kann, mit dem Lancia 037 Stralale weiter. Einem, eigentlich zumindest für Leute, die generell nicht gucken und sich damit auskennen, sehr bekanntes Auto. Deswegen ist es einfach nur mega krank, deswegen auch hier im Spiel Klasse Rally Monster. Das werden wir heute mal ein bisschen aufbauen, natürlich erstmal tunen. Und zwar auch etwas speziell tun. Ich meine, der Wagen, der ist schon ziemlich schnell so. Das ist kein langsames Ding. Das ist schon, ich würde sagen, an sich von den so Beschleunigungsdaten her, an sich eher so sportwagenmäßig. Natürlich ist es eher so für Rallye gedacht, aber ist dann auch nur die Straßenversion. Und zwar werde ich da erstmal was reinbauen. Und zwar, genau, werde ich Antrieb wechseln. Nämlich auf Allrad. Jetzt haben mich vielleicht einige geschlagen, aber ich habe es auch an Horizon 2 gemacht, denn ich will den Wagen aus Horizon 2 nachbauen, wie ich ihn noch hatte. Denn ich hatte nämlich erstens in dem Allrad drin und was ich auch dran hatte, ich hatte den aufgeladen und. Das ist aber ein bisschen. Moment. Ich kann hier haben wir einen Turbo Rally und. Weil in Horizon 2 ging ja noch ein Kompressor rein, das geht hier nicht. Das ist aber kacke. Oh, das ist jetzt. Aber das ist aber das ist nicht so schön, Forza. Weil in Horizon 2 war der Kompressor vom Stralale, der war richtig geil. Der war richtig laut, also richtig. Das war richtig übertrieben. Geiles Ding einfach nur. Und jetzt gibt es hier noch nur noch, also wirklich nur noch ein Single Turbo. Nicht irgendwie Twin Turbo oder irgendwas anderes. Okay. Ich würde sagen, wir lassen den. Machen wir Turbo oder machen wir Sauger? Wir machen Turbo, komm. Scheiß drauf. Oder bauen wir einen Turbo Rally Motor rein? Das könnten wir ja auch machen. Aber ne, wir lassen mal den Normalmotor hier vom Wagen drin. 2 Liter Vierzylinder. Also sollte eigentlich reichen. Aber hoffentlich gibt es hier so ein paar optische Sachen. Jawohl, wenigstens das. Auf der Lancia gibt es hier was. Jetzt sagen wir machen. Ich gucke mir schon die ganzen Dinger an hier. So, eine Theke gibt es. Ich meine, die Theke, das ist schon. Das ist ein Teil, das ist riesig. Okay, ist es da noch anders? Okay. So ein Ding oben drauf. Nehmen wir mal das hier, noch mit dem Satzrad oben drauf. Das ist schon mal klar. Dann gibt es hier hinten. Ah ja. Ja, ich frage mit diesem Gerüst oder ohne. Bei den hinten ist wahrscheinlich das. Was ist denn das da jetzt hinten? Das Getriebe? Ich habe keine Ahnung. Da habe ich einen Mittelmotor da wagen. Genau, man sieht's. Heckmotor ist es noch nicht. Bauen wir das Ding hier ran. Ja, komm, machen wir mal. Die Seitenschweller sind wichtig. Also vor allem. Nicht nur hier wegen diesen Dingern hat er den Reifen. Die sehen so rallymäßig aus. Der Motorhaube geht noch ein bisschen was. Sagen, das lassen wir so und vorne, was nehmen wir denn da Schönes? Ich würde eigentlich eher zu dem mitnehmen, weil mir das wohl. Nee, komm, wir machen es mal. Einfach ja, weil ich es kann. Aber sieht das so gut aus eigentlich? Nicht ganz. Mach es mal nur noch so ein bisschen. Also nicht ganz so krass, ich meine, der Wagen, der ist schon. Ja, das sieht deutlich besser aus. So, dann, was für Reifen haben wir eigentlich so? 25er, ja, kann auch gerne ein bisschen breiter sein. Nein, das sind 315er, müssen nicht sein. Ich würde sagen, 285er werden auch reichen. Und wir machen mal vorne 235er. Felgen, die werde ich lassen, weil erstens sind die cool und zweitens, die sollte man so lassen. Nicht irgendwelche komischen Tuner-Sportwagenfelgen drauf machen oder Luxusfelgen. Das gehört sich einfach nicht. Das wäre eine Schande für den guten Wagen. So, natürlich wieder alle rein. Den Rennbremsen wichtig. So, beim Fahrwerk nehmen wir einfach mal hier die Offroad-Federn rein. Logischerweise. Und wir wagen, werden wir, wie hätte es gedacht, Offroad fahren. Wenn man glaubt es nicht. Habe ich, glaube ich, im Let's Play schon einige Funken nicht mehr gemacht, Offroad. Deswegen dachte ich mir, heute machen wir es mal wieder. Gewichtsreduktion wäre ganz nett, weil die Karre, die soll am besten nichts wiegen. Geht schon an die Tonne ran, das finde ich, also an die eine Tonne Gewicht. Wir machen mal einen Turbo, mal den vergrößern den Turbo. Wir brauchen mehr. Ja, ich würde sagen, so Mitte A-Klasse würde auch dann schon reichen. Die Auspuff mache ich immer, weil das geil ist. Mal hier noch. Ich würde sagen, Reifen ändere ich nicht. Schwungscheibe würde ich noch haben. Noch ein bisschen mehr. Komm, oder eine Tonne? Ich glaube nicht. Aber immer 1037 Kilo sind auch eigentlich ganz angenehm.
Da würde ich sagen, ist der Wagen auch schon an sich fertig getunt. Alter, das kostet 37.000. Nicht schlecht. Das ist nämlich fast so viel, wie der Wagen gekostet hat. Denn der Wagen, der kostet ja bei der Automesse, kostet der, glaube ich, 375.000. Also ganz schön viel. Ich hätte vorne aber im Auktionshaus bekommen für 38.000. Für den günstigsten Preis wahrscheinlich. War keine Gebote drauf, also da habe ich, glaube ich, drei, vier Wagen gesehen. Auf keinen einzigen war ein Gebot auf, nur einen hat einen Startpreis gemacht von 200.000. Habe ich natürlich lieber den genommen für den günstigen Preis. Für 38.000. Weil das ist eigentlich nicht so viel. So, aber nach einer Lackierung gucken wir. Vielleicht eine Martini-Lackierung. Ach du Scheiße. Definitiv nicht. Oder sowas finde ich auch cool. Historic Lancia. Ach du Scheiße, nein. LAPD, wer kennt das nicht? Hier auch wieder. Oh. Naja. Camel ist, glaube ich, hier diese Zigarettenmarke oder so. Kann das sein? Ich rauche nicht, deswegen weiß ich das nicht. Ich suche mal einfach mal nach Martini. Da gab es zumindest in Horizon 2 eine Lackierung, die ich ziemlich nice fand. Die auch am Ende drauf gemacht habe auf den Wagen. So, Martini. Nie. So, mal schauen, was wir da finden. Ich denke, da wird es noch was geben. So. Ja, hier sowas meine ich. Martini Lackierung, muss die Frage, welche wir nehmen. Ich glaube, ich hatte die damals drauf. Ich bin nicht ganz irre. Hier gibt es halt von diesen Lackierungen, von der Martini-Lackierung etliche. Auch etliche mit 5 Sternen, deswegen weiß ich halt nicht. Ich weiß nicht, wie der Wagen. Ach, Alter, die Felgen, ey, oh mein Gott. Ich weiß halt leider gerade nicht, wie der Wagen mit der Lackierung genau aussah. Aber sowas, das sieht schon, ich sag mal, realistisch aus. Die Nummer ist mir relativ egal. Mir geht es eigentlich eher so. Eigentlich sieht das auch ganz gut aus, oder? Würde ich jetzt mal so behaupten. Wir können ja erstmal nehmen. Dann gucken wir uns den Wagen mal kurz in Forza Vista an und dann werde ich entscheiden, ob ich eine andere nehme oder ob ich die jetzt drauf lasse. Ah, der 037, das ist schon ein geiles Teil. Bin ich auch bisher in der Horizon 3 halt gar nicht gefahren, erstaunlicherweise, obwohl der Wagen eigentlich so cool ist. Den würde ich sehr gerne fahre. Ich würde sagen, die Lackierung, die sieht geil aus, oder? Hier schön mit Martini, Lancia, da. Rallye Monte Carlo, ja. Numero Uno. Hier Bildstein und sowas, ne? Mal eins, Martini, ein bisschen Werbung hier. Den auch schön nach Martini Racing hier auf dem Spoiler drauf. Ja, Lancia Martini. Genau, sowas habe ich jetzt gemeint. Das sieht nämlich richtig geil aus. Also wirklich ganz ehrlich, der Wagen, der ist echt schön. Vor allem so als Rallye-Version. So, mal gucken, was wir jetzt für Rennen fahren werden. Natürlich Offroad-Rennen. So, jetzt soundtechnisch. Ja, kann man machen. Finde ich geil. Ich hätte gerne Kompressor gehabt, aber ja gut, daran kann ich jetzt auch nichts ändern. Weil müssen wir bei YouTube eingeben, Forza Horizon 2, Lancia 037 Dallale und auch Kompressor dahinter. Aber ich kann ja auch mal ein Video dann irgendwie auf Twitter oder so machen oder auf Facebook. Weil wirklich, der Kompressor damals in Horizon 2 beim Lancia, der war so mega laut, das kann ich nicht vorstellen. Das war einfach nur awesome. Also ist die Karre auch ziemlich geil. Okay, ist noch ein bisschen lang. Ich glaube noch eine Ecke kürzer. Oh Gott. Ah ja. Gehen wir erstmal hier wieder mit Tuning rein. Ich hätte nicht gerne ein bisschen mehr auf der Hinterachse. Ah, der hat schon 65. Dann mache ich mal 70. Federn, die lassen wir so hoch. Auf einer Weiche, das lassen wir eigentlich alles so. Das schafft 267. Ich würde mal sagen, das Getriebe reizen wir komplett quasi. Also wir fahren den Wagen im sechsten Gang auch dann aus. Warum soll das Getriebe da so deutlich länger sein, wenn der Wagen nicht schneller kann? Da brauchst du ja nicht irgendwie Sprit sparen oder irgendwas. Das ergibt da keinen wirklichen Sinn. So, glaube ich mal 3,7 auf 100. Kann man machen. Ist jetzt nicht so verkehrt. Aber wird das mal deutlich weniger hier mit Geschwindigkeit?
Okay. Erstgang, der sollte, wenn es geht, doch mal noch eine Ecke kürzer. Wir haben 6 Stück zur Verfügung, da sollte einiges drin sein. Sollte eigentlich jetzt schon ein bisschen besser sein. So, gucken wir mal. Ja. Alter, das Ding ist einfach nur nice. Das schaltet auch schnell. Mein Gott. Ja. Würde ich sagen, machen wir uns mal hier an die Meisterschaft dran. Welche Rennen fahren wir denn? Was haben wir denn hier? Wir haben hier Querfeldein. Ich kann auch mal Strecken nehmen, die ich noch nicht so oft gefahren bin. Wäre auch mal ziemlich sinnvoll. Wo ist denn. Welche nächste Strecke nochmal, die ich jetzt meine? Oh ja, wie gesagt, wo geht die lang? Weil hier gibt es auch irgendeine Strecke, die hier an dem See lang geht. Sagen wir, starten mal die Meisterschaft hier unten. Wir mal kurz hin. Sehr fünfter Gang. Ja, so muss das. Komm aus dem Cockpit. Ja, der Sound aus dem Cockpit ist geil. Geiler als Außensicht. Der Wagen ist auch wirklich schnell genug. Ich fahre noch gerade auf der Straße. Der Wagen ist da nicht jetzt so überragend, aber Offroad. Da sind 180 Sachen oder 200 noch was ganz anderes. Wenn wir da durch den Dschungel heizen werden oder irgendwelche Felder. Hallo BMW. Das wird noch viel, viel krasser sein. Also, Offroad müssen viele Wagen gar nicht so schnell sein. Wir fotografieren mal kurz hier den Trophy Truck hier von Ford. Die kann, glaube ich, im Rocks Energy Carwerk mit rein. Genau. Ford Nummer 11 Rockstar F150 Trophy Truck. Ich habe auch überlegt, den zu fahren, aber dachte ich mir, nee, halt mal lieber den Lancia. Hast du mehr Bock drauf? Finde ich auch irgendwie noch geiler als den Ford. So, einmal durchlassen hier, Dankeschön. Was ich auch nochmal sagen wollte, vielleicht Leute, die es gar nicht wissen. Wer bei Xbox Live das Gold-Abo hat, also wer Xbox Live Gold besitzt, der kann jetzt vom 15. Februar bis zum, ich glaube, 16. März müsste das sein, kann sich Project Cars in der Digital Deluxe Edition, also mit diesem, glaube ich, mit diesem einen komischen Carpack da, kostenlos runterladen. Kostet sonst 30 Euro im Store, aber kann man sich jetzt kostenlos runterladen. Bin ich auch gerade am Runterladen. Bin ich auch ein Video zu machen, wenn es sogar nicht sogar schon online ist. Aber ich kann runterladen, laut bei mir ein bisschen. Ey. Lass mich durch. Aber ich werde dazu vielleicht auch ein Video machen. Schon mal so, falls es noch nicht online ist. Ich weiß nicht, wann die Folge online kommt. Ich denke mal, die wird wahrscheinlich jetzt am Dienstag online kommen. Das müsste denn, welcher Tag ist denn das? Der 20., 21. auf jeden Fall da, dieser Dienstag, denn wir jetzt in der Woche noch davor auf. Was auch gerade am Wochenende kostenlos ist, und ist nämlich Rocket League und NBA 2K17. Und zwar kann, glaube ich, jeder, ob man noch zu Gold, ich weiß es gar nicht, kann auf jeden Fall sich jeder als Vollversion kostenlos runterladen und das Wochenende spielen, so viel er möchte. Also von jetzt an bis, glaube ich, Sonntag oben, weiß ich, wie viel Uhr. Weiß ich, so Sonntagabend oder Sonntagnacht, 0 Uhr, ich weiß es nicht genau. Muss ich mal nachgucken. Und jetzt kann man sich jetzt kostenlos runterladen, so viel spielen, wie man will. Kann sich danach entweder kaufen oder nicht, ist egal. Das finde ich gut. Weil der Rocket League war ja schon mal dabei, das konnte man schon mal kostenlos spielen. Das war, glaube ich, im Sommer 2016. Man konnte den Vorgänger NBA 2K16 auch mal kostenlos spielen. Ja gut, NBA, das würde erstens Ewigkeiten dort zum Runterladen, weil das Spiel ist fucking groß. Das mag ich eigentlich nicht so. Aber Rocket League werde ich auf jeden Fall nochmal spielen, auch vielleicht ein Video zu machen. Weiß ich noch nicht. Muss ich gucken. So, starten wir hier eine Meisterschaft. Wir nehmen, was nehmen wir denn? La Corsa? Wir nehmen mal Ready oder 80s Collection? Nein, wir nehmen mal Homologation Heroes. Ist auch nein. Nein, wir nehmen jetzt mal Rally Monster. So, natürlich nehmen wir das Rennen hier. Morgen Nebel, starker Regen. Doch leichter Regen, das geht auf jeden Fall klar. Was ich auf jeden Fall noch fahren will, ist das Rennen hier. Das bin ich auch, glaube ich, im Let's Play erst ein oder zweimal gefahren. Und zwar das letzte Mal, glaube ich, mit dem Lancia. Wie heißt denn der? Lancia Delta. So, machen wir aktuell. Dann
Nee, wo ist denn das Rennen hier? Muss ich jetzt mal ein. Wo ist denn das? Genau das, das ist ein geiles Rennen. Die Offroad-Strecke bei Byron Bay, die könnten wir sogar theoretisch machen. Ja. Da würden aber die beiden wegfallen. Zack. Oh. Wohl. Nehmen wir mal hier die Regenwald-Querfeld-Einstrecke und nicht die Deepwater in Byron Bay. Müssen dann 1, 2, 3, 4 Rennen sein. Sind 22,2 Kilometer. Wir sind ja nur Sprintrennen, oder? Ne, ich habe ja noch ein Rundstreckenrennen. Dann mache ich da einfach mal 4 Runden raus. Das ist ja. Ja, Sprintrennen. So 24,1 Kilometer. Ist nicht so viel. Aber ist ja auch nicht irgendwie Hypercar oder Sie so. fürchten weder Kurven noch Hügel. Sie sind die Rallye-Monster in der nächsten Horizon-Meisterschaft. Das hoffe ich doch. So, ja, na, schön auch hier. Spot Quattro S1, normaler Quattro. Hier ist der RX von Ken Block. Ein RS200 Evo. Ein Dachmann Delta S4, 037. Habe ich die nochmal? Okay. Dann ja der Stratos Gruppe 4. Ein Manta, ein Renault 5 Turbo. Die beiden Subis und noch andere Autos, aber wir nehmen natürlich meinen 037. Oder habe ich schon mal einen irgendwo gewonnen? Wie willst du das? Kann sein. Aber ich glaube, gekauft bisher hätte ich mir gar. Ja, habe ich halt der 2, aber gut, ist auch nicht schlimm. Ich habe auch ein paar Autos, zwei sogar mehrmals. Ich glaube, ich mehrmals zum Beispiel den Honda NSX von 2005 muss ich mehrmals haben. Oder den Ford F-150. Habe ich auch, glaube ich, drei, vier oder fünf Mal. Durch diverse Geschenke von Xbox. Ja, Regen finde ich gut. Boah, ist der Wagen geil aus dem Regen. Oh ja, go. Ja, du bist genial, Fabian. Hat keiner gesehen. Niemandem aufgefallen. Dann mal hier schon rechts überholen. Ja, schön war es nicht, aber ich bin überholt. Sorry, mein kleiner Bruder. Mag die Strecke eigentlich persönlich. Ich fand ihn nur nicht so oft, weil ich sonst außerhalb von irgendwie Let's Play-Aufnahmen oder irgendwas nicht so oft Offroad fahre. Ich weiß eigentlich noch nicht wieso, ich fahre eigentlich sehr gerne Offroad. Ist auch eines der Kernelemente im Spiel, da der Fokus auf Offroad gelegt ist, oder zumindest deutlich mehr Offroad als in den beiden Vorgängern. Gut, in Horizon 1 war es jetzt nicht so mit Offroad, was halt nur auf irgendwelchen, wow, auf irgendwelchen, ich sag mal, so Offroad-Wegen, aber hier ist es halt wirklich richtig querfeldein. In Horizon 2 war es schon deutlich mehr, aber jetzt ist es halt nochmal ein bisschen mehr geworden in Horizon 3. Noch alles ein bisschen offener, noch ein bisschen, so noch ein bisschen mehr hier durch die Welt heizen kannst, so wie du willst. Alter, warum? What the fuck? Muss ich ja echt verbremsen. Go, Pikachu. War vielleicht ein bisschen früh. Gut. So. Müsste gleich Wasser kommen, oder? Genau. Komm. Schauen an, die Leute, ey. Okay. Da war der Delta anscheinend deutlich besser auf. Oder hier im Wasser. Hä? Ach so. Ups. Hab ich gar nicht gemerkt. So, jetzt geht's aber. Ich weiß nicht, warum ich gerade so viel Scheiße baue. Noch auf dem dritten, aber es ist die Hälfte rum. Ist noch alles drin. Kann aber noch alles noch deutlich nach hinten losgehen. So ist ja nicht. Oh Gott. Ja, warum schenke ich denn so rum? Was soll denn das? Also, sorry fürs Zurückspulen, aber. Ich weiß echt nicht, warum ich jetzt hier so am Rumschlängeln bin.
Oh Gott. Das war doch gar nicht so schlecht. Wir haben ja, glaube ich, noch ein Delta, oder? Kann das sein? Ich brauche eine Kette am Laufen, die ich auch gerne noch behalten würde. Ja gut. Sollte es doch mein Sieg sein. Hier war es noch ein bisschen schneller werden als er. Zack. Das sieht geil aus, ne? Wenn ich hier so größer Hilfe, sollte ich mehr öfter machen. Zumindest, dass ich da so Zeit habe und nicht jetzt irgendwie. Irgendwie auf letztem Mal würde ich das auch machen. Weil es bringt eh nichts mehr. Das ist bitter. Platz 9 bis 12, alles nur 37. Auf Platz 7 auch. Viel 1 gut, okay, dahinter. Zweite Delta S4 hinter mir. Dann Opel, Quattro, Renault. Also die Delta S4s, die waren gut und die 037s waren ziemlich scheiße. Bis auf ich, aber gut. Wann das verliegen mag, dass ich gerade so Erster geworden bin. Meiner guten Fahrweise sicherlich nicht. So, 12.480, läuft. Okay, ja, könnte mehr geben. 7.227. Leider wieder noch etliche EP bis zum nächsten Wheelspin. Das wird ja leider immer mehr und dauert immer länger. Aber gut, was soll man machen? Ich würde sagen, können wir noch einen Kopf-an-Kopf-Rennen fahren. So, dann wollen wir mal den Typen hier. Weil der bringt hier wieder massig EP, hoffentlich. Ah ja, schwer, so ein Quattro. Ah, ein schöner Quattro. Das werden auch im Blau, glaube ich, relativ selten. Ist auch hier hingeblieben. Oder hingefahren. Keine Ahnung. Bei den meisten Quattros, die wurden. Ja, was mache ich denn da? Die besten Quattros wurden ja, glaube ich, in Tornado Rot gefertigt. Das ist dieses komische Rot, wofür der Audi Quattro, oder wie ich ihn auch kenne. Ich hätte da noch keinen echt gesehen, keinen Sport Quattro. Bisschen schade. Ist auch ein relativ seltenes Auto. Würde ich echt gerne mal sehen, auch gerne mal hören. Weil ich meine, 5-Zylinder, ja, das kann Audi mega gut, die hören sich eigentlich immer mega geil an. Vor allem auch beim Sport Quattro. Wallride. War das richtig übel. Alter, wo ist denn der geblieben? Fährt mega scheiße und hat aber. Ist der auf der Karte irgendwo markiert, wo er ist? Was macht der denn, Alter? Fährt er rückwärts oder wie? Aber gut, ist jetzt nicht mein Problem. Ich hab gewonnen. Ja, ordentlich Credits. 54.000 rund. Können wir machen. Mit München Arbeit. Kleingeld. Klein EP. Ich habe 81 gewonnen. Ey, schon, ich bin schon so viele gefahren. Echt krass. Ja. Würde ich sagen, machen wir die nächsten drei oder letzten drei Rennen in der nächsten Folge. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, dass ihr auch wieder in der nächsten Folge einschaltet. Und dann würde ich sagen, ich bin raus und ciao.